So, willkommen zurück zum Road to Commander von Call of Duty Black Ops. Ich habe es eben schon gesagt, das wird ein anderer Part, aber nur ein einteiliger. Ja. Es sei denn, die nächste Map, die kommt, ist gut, nachcracked. Aber ich muss immer wieder ein bisschen auf Vorrat aufnehmen und da sind jetzt, ja, das ist schon der dritte Part innerhalb von 50 Minuten. Finde ich gut. Nicht mal innerhalb von 50 Minuten, viel weniger. Wir haben ja. Wir haben noch nicht mal 10 Uhr. Ich glaube, für den Part brauche ich bis, ja, 10 Uhr. Ja, der Pedobär. Wie heißt die? Ah, ja, Move Buttons. Also wirklich. Sprayen wie der letzte Spacken, aber nichts treffen. Und das sind die, wirklich, das sind die Mongos, die ich meine. Sie müssen schon die Gegner flashen, damit sie irgendjemand killen können. Dass sie selbst wissen, sie treffen. Ach du Scheiße, ist da viel los. Okay. Da darf ich wohl nicht so reinrennen. Ja, wie, jetzt ist da auf einmal nichts oder was? Und wer sprayt der jetzt schon wieder wie der letzte Vollidiot? Boah, ernsthaft? Ja, keine Ahnung, was ich damit jetzt ausdrücken wollte. Auf jeden Fall klingt es wie eine Beleidigung. Und es ist übersetzt auch eine Beleidigung, aber eine richtig komische, falsche Beleidigung. Ey, du bist so ein hässliches Mongolittenkind. Boah. Mal abgesehen davon, wer nennt sich Paper 1.1? Nämlich auch nicht irgendwie Windows 2.2 oder sowas. Oh ja, Gott, jetzt kommt der wieder mit seinem auch. Oh Gott, Alter. Ey, flashen, um Kills zu bekommen. Das sind mir die richtigen. Die können alle wieder zur MW2 wandern, weil da kommt die Scheiße nämlich her. Ja, hinter einem Stein campen. Alter, ernsthaft. Hier haben wir es aber mit Niveau zu tun. Fick dich einfach, du hässliches Kind. Danke. Ernsthaft. Aber das Schlimme ist, wenn ich den versuche beizubringen, wie man spielt, dann verstehen die mich nicht mal. Ich weise ja immer darauf hin, dass sie nicht spielen können. Ist ja klar. Und ich weise ja auch immer darauf hin, was sie machen, warum sie nicht spielen können. Aber irgendwie verstehen die es leider nie. Finde ich echt traurig. Ich weiß nicht, ob ich in der falschen Sprache mit ihnen spreche. Ob sie kein Englisch können, weil Englisch ist ja eigentlich die Weltsprache. Jeder sollte Englisch können. Aber irgendwie haben die so ihre Schwierigkeiten damit. Dann kommt immer irgendeine ausländische Beleidigung. Oh, meine Stimme bricht. So gut. So gut. Flasht, um andere zu killen. Das beweist so viel Skill. Naja. Ich war ja die letzten zwei Runden extrem am Abräumen. Also ist mir jetzt eigentlich Wurst, gegen was für Lappen ich gerade spiele. So dass ich auch immer nur jedes dritte Match irgendwie rumlaufen. Aber am Ende werden sowieso wir gewinnen. Weil die Gegner einfach dumm wie Scheiße sind. Ah, mein Team kann auch so nichts. Ey, das ist so geil. Entweder bekommt man ein scheiß Team, die Gegner sind scheiße, die Gegner können nichts, die Gegner reagieren nicht, oder? Wirklich, ich will ja nicht, ich will mich ja nicht irgendwie jetzt auf die gute Seite stellen, aber jetzt mal ehrlich. Wegen mir verlieren wir nicht. Hier, du Heslon. Alter, jetzt Spray. Boah, Gott, Normandy, ja.
Benenn dich wie ein Schiff. Benenn dich wie das Schiff in, hier ist Mass Effect. Mach ich auch immer. Sieht man noch nicht. Alter, ernsthaft? Hallo Lauch. Hör auf zu campen, vielleicht kriegst du deine Kills. Oh Gott, oh Gott. Irgendwie mache ich nie Kills, wenn ich campe. Liegt wohl daran, dass ich nie campe. Na gut, es ist jetzt nicht mein schlechtestes Spiel, aber eines der schlechtesten. Danke an Paper 1.1, diesem hässlichen No-Name-Lappen, der nichts drauf hat und auch nie etwas drauf haben wird. Danke an Normandy, der oder die zu wenig Fantasie hat, um sich einen eigenen Namen zu erfinden. Danke an Pedobär. Gegen den kann ich jetzt nichts sagen, weil der Name ist lustig. Da haben wir wieder Paper 111. 111111. Sonst noch irgendwer, der sterben will? Ja, du. Ach, der Pedobär. Komisch, dass ich immer dieselben am selben Platz antreffe. Na gut, Leute, da habe ich, die KD noch zum Positiven gewendet. Von 8.11 auf 20.13, warum auch nicht? Natürlich. UAV geil. Richtig. Was hast du denn für Stats? Oh, 2.10 Stats. Natürlich, das sind wir die Noobs. Na gut, Leute, das war's auch schon mit dem Part. Ist zwar kurz, aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.